Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch über die Neuerscheinungen für den November 2022 sprechen. Leider habe ich es ja versäumt, für den Oktober so ein Video zu drehen. Da kommen so coole Bücher raus, also es kamen so coole Bücher raus im Oktober, aber auch im November kommen jetzt einige Bücher raus, die mich persönlich ansprechen. Und ja, über die möchte ich mit euch heute in diesem Video sprechen. Ich bin bewaffnet mit meinem Tablet und dachte einfach, ich mache es mir heute so ein bisschen bequemer in meinem Sessel. Eigentlich gehört der Sessel meinen Katzen. Deswegen sind hier ganz viele Katzenhaare und ich werde danach sehr haarig sein. Aber ich dachte einfach, ich mache es mir heute ein bisschen bequemer, weil es einfach auch ein paar Bücher sind, die ich jetzt da mit euch besprechen möchte. Und ja, ich interessiere mich natürlich total dafür, welche Bücher euch interessieren. Also was habt ihr euch rausgesucht? Welche Neuerscheinung könnt ihr kaum erwarten? Welches Buch wollt ihr unbedingt lesen? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu berichten habt. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Vielleicht ist dann da ja noch der ultimative Tipp für mich dabei. Und ich würde sagen, wir starten dann auch mit den Büchern. Ich schaue mir jetzt mal die Neuerscheinungen gemeinsam mit euch an. Und wir gehen die einfach nach und nach durch und ich blende wie immer hier das Cover ein und ja, ich würde sagen, wir legen los. Das erste Buch möchte ich wirklich nur ganz kurz erwähnen, einfach weil das Buch schon offiziell draußen ist, es jetzt aber als Paperback rauskommt, passend zu den anderen Ausgaben, die es schon gibt von der Reihe. Und zwar Outlander, das Schwärmen von 1000 Bienen, der 9. Band dieser Reihe von Diana Gabaldon. Das ist im Knauer Verlag erschienen und jetzt eben als Paperback am 2. November 2022. Und dieses Buch dürft ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen, wenn ihr natürlich die passende Ausgabe haben wollt zu den restlichen Bänden. Und ja, ich glaube, ich werde mir das auch holen, einfach nur, damit ich dann die Reihe einheitlich habe, bis auf Band 8. Lieber Knauer Verlag, wenn ihr das seht, wann kommt denn Band 8 in der Neuauflage raus? Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Dann machen wir weiter mit Bleib bei mir, Sam, von Dustin Tao. Das Buch erscheint als Paperback für 16 Euro im CBJ Verlag. Und zwar am 9. November 2022. Es geht in diesem Buch um Julie. Sie ist 17 Jahre alt und sie hat eigentlich ja, die perfekte Zukunft für sich und ihren Freund Sam geplant. Sie wollen umziehen und sie wollen studieren und den Sommer in Japan verbringen. Allerdings stirbt Sam dann. Ja, und ab diesem Moment ist natürlich alles anders. Julie ist sehr gebrochen. Sie geht nicht zur Beerdigung. Sie ist am Boden zerstört, sie wirft alles weg, was sie von ihm besitzt und versucht, ihn zu vergessen. Doch dann findet sie eine Notiz von Sam in einem alten Jahrbuch und dann kommt alles wieder hoch. Und nur um seine Stimme zu hören, ruft sie Sams Handynummer an und Sam hebt ab. Und ja, ich weiß nicht genau, was ich mir von diesem Buch tatsächlich erwarte. Ich weiß nur, dass es im englischsprachigen Raum auf jeden Fall total gehypt ist. Ich weiß, dass ganz viele gesagt haben, sie haben bitterlich geweint bei diesem Buch. Ich freue mich wirklich sehr. Dieses Buch werde ich auf jeden Fall lesen. Ich kann es kaum erwarten. Ich möchte mir eine eigene Meinung bilden. Irgendwie klingt das nicht so wie ein Brittany C. Sherry Buch, sondern es klingt irgendwie für mich besonders. Und ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf, obwohl es ja scheinbar sehr emotional sein soll. Dann kommen wir zu einem Buch, wo ich euch vermutlich den Klappentext vorlesen muss, weil ich es nicht hinkriege, den irgendwie in eigene Worte zusammenzufassen. Die Rede ist von Shadow and Amber, eine Liebe im Schatten von Jennifer L. Armentrout. Das ist jetzt irgendwie so ein Spin-off von dieser Blood and Ash-Reihe. Und das ist, wie gesagt, ein erster Band davon. Also ich weiß nicht, wie viele Bände das werden, aber es wird auch wieder eine Reihe. Dieses Buch erscheint im Heine Verlag, ebenfalls am 9. November. Es geht um Serafina oder so ähnlich und sie ist die erstgeborene Tochter des Königs von Lasania. Doch in ihrem Fall bedeutet das nicht, dass sie jetzt Thronerbin ist, denn ihr Schicksal wurde schon vor ihrer Geburt festgelegt. Denn da wurde ein Pakt geschlossen
Und zwar, dass sie Nyctus Prima des Todes heiraten soll. Und ja, ihre Aufgabe könnte also nicht eindeutiger sein. Bring den Prima dazu, dich zu lieben und dann töte ihn. Nebenbei soll sie dann natürlich auch noch ihr Land retten, doch sie lernt dann einen geheimnisvollen Typen kennen, nämlich Ash. Und dann gerät ihre Entschlossenheit irgendwie so ein bisschen ins Wanken. Aber ja, die Frage ist jetzt, schafft sie es, ihre Pflichten zu erfüllen für ihr Königreich oder lässt sie sich doch von ihren Gefühlen leiten? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin ja so abgenervt von dieser Blood and Ash-Reihe, aber irgendwie ist das so eine Hassliebe und ich lese diese Reihe fertig, Blood and Ash, und weil jetzt einfach lange kein Band mehr von Blood and Ash rauskommt, sondern erstmal jetzt dieses Spin-Off, will ich dieses Spin-Off selbstverständlich lesen. Also ich weiß nicht, was ich mir damit antue, aber ich habe Bock drauf. Ich weiß auch nicht, das klingt irgendwie cool. Es ist jetzt nichts irgendwie weltbewegend Neues, man kennt es irgendwie auch schon von anderen Fantasy-Büchern, dieses Konstrukt. Aber wie gesagt, ich habe Bock drauf, ich will es lesen, ich freue mich drauf, obwohl es Jennifer L. Armentrout ist. Dann haben wir hier Treason of Thrones, Kalte Magie, Flammender Zorn. Das ist auch ein Fantasy-Buch. Das erscheint im CBT-Verlag ebenfalls am 9. November und wird 14 Euro kosten. Es geht um Violet und sie hat jetzt die letzten 7 Jahre irgendwie im Exil verbracht und sehnt sich zurück nach Burley House oder so ähnlich. Ich bin mir nicht sicher, wie man den Namen ausspricht. Als eins der 6 größten Häuser Englands brachte dieses Haus Magie über die Gegend und Violet hat damit Glück und Zufriedenheit verbunden und wie auch immer. Auf jeden Fall hat dann aber ein Verrat stattgefunden, zumindest von ihrem Vater, und das ja, hat halt alles zerstört. Und jetzt, wo der Vater eben gestorben ist, hat sie jetzt eben die Chance, wieder zurückzukehren nach Hause. Aber sie hat Burley House irgendwie anders in Erinnerung, wie es jetzt eigentlich ist. Und ja, die Seele des Hauses schreit vor Trauer und Schmerz. Und während seine gequälte Magie das Land verwüstet, muss Violet entscheiden, wie weit sie bereit ist zu gehen, um ihr Haus zu retten, bevor ihr Haus alles zerstört, was sie je gekannt oder geliebt hat. Also für mich klingt es so, als wäre es ein magisches Haus irgendwie, was irgendwie Magie hat und irgendwie, keine Ahnung, ich finde die Idee irgendwie ziemlich cool. Ich weiß auch nicht, ich hoffe, ich werde es lesen, früher oder später. Ich habe halt aktuell noch sehr viele Bücher auf der Liste, die aktuell noch gelesen werden müssen. Deswegen weiß ich jetzt nicht wann und ob, aber von der Idee her muss ich ganz ehrlich sagen, spricht mich das Buch schon sehr an. Also irgendwie klingt das total geil. Ich weiß zwar nicht, wie man dieses Haus ausspricht und was es mit dem Haus überhaupt auf sich hat, weil das ist ja eins der 6 größten Häuser Englands und das hat Magie über die ganze Gegend gebracht. Also das muss ja irgendwie voll das krasse magische Ding sein. Also ich bin gespannt. Klingt für mich auf jeden Fall super interessant. Dann haben wir als nächstes True Crown, die Lady und der Lord Magier. Das ist auch ein Auftakt einer Reihe scheinbar. Das wird als Hardcover 19 Euro kosten. Erscheint im CBJ-Verlag und zwar ebenfalls am 9. November. Es geht um Theodora. Sie ist eigentlich eine britische Debütantin im 19. Jahrhundert, aber als sie ein Kind war, hat ein Elf ihre Seele, die Hälfte ihrer Seele geklaut. Und deswegen benimmt sie sich so überhaupt nicht dementsprechend, denn sie kennt weder Furcht noch Scham noch irgendwie Schüchternheit. Und dadurch hebt sie sich natürlich so ein bisschen von den ganzen anderen ab. Und für ihre Familie ist sie ein absoluter Graus. Und durch ihr sehr anderes Verhalten zieht sie dann eben die Aufmerksamkeit eines Lord Magiers auf sich. Und ja, diese Freundschaft ist sehr umstritten mit dem Lord Magier. Allerdings genießen sie die Gesellschaft voneinander und ja, machen halt so ein paar Unternehmungen scheinbar. Und ja, selbstverständlich ist ihr größter Wunsch, geheilt zu werden, und vielleicht kann ihr eben dieser Lord Magier auch helfen.
Oder vielleicht reicht ja auch die Hälfte der Seele, um sich zu verlieben. Ich weiß nicht, was ich davon halte. Ich finde die Idee tatsächlich ganz cool. Ich kann mir das momentan aktuell noch nicht so ganz vorstellen. Es ist irgendwie historisch, weil wir sind ja im 19. Jahrhundert. Dann haben wir aber einen Lord-Magier. Ist das jetzt irgendwie... Was kann der so, wenn das ein Magier ist? Was kann der so? Eine Elfe? Also ich bin total begeistert irgendwie. Also das klingt schon irgendwie sehr fantastisch und irgendwie habe ich drauf Bock. Aber was ich mir darunter vorstellen kann, weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Ich habe versucht, eine Leseprobe zu finden, habe ich aber leider nicht. Ich würde gerne wissen, in welcher Zeitform dieses Buch geschrieben ist. Und je nachdem würde ich es tatsächlich abhängig machen, ob ich das Buch lese oder nicht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, klingt das schon wirklich interessant. Dann haben wir ein Buch von Nicola Hotel und zwar Dark Ivy, Wenn ich falle, aus dem KISS Verlag. Das Buch kostet 15 Euro als Paperback und erscheint, wie gesagt, im KISS bzw. Rowohlt Verlag am 15. November. Das soll eine Dark Academia-Reihe sein und ich bin super gespannt. Ich habe sowas in der Art und Weise tatsächlich auch so noch nicht gelesen. Es geht auf jeden Fall um Eden und Eden wünscht sich nichts sehnlicher als Freunde zu finden und einfach an der Woodford Academy ankommen und ihr Stipendium genießen und ja, denn sie hat einen tragischen Todesfall im letzten Highschool-Jahr miterlebt und das ganze Getuschel und so, diese anklagenden Blicke, das ist alles schrecklich gewesen. Jetzt will sie einfach nur noch dazugehören und neu anfangen. Allerdings ist es gar nicht so einfach, denn schon im ersten Kurs bricht Eden beinahe zusammen, als sie bei einem sozialen Experiment an ihre Geheimnisse erinnert wird. Und ausgerechnet William, der Dritte, der hat das gemerkt und ausgerechnet der ist ebenso faszinierend wie abweisend und ausgerechnet auch noch ein Millionenerbe steckt da auch noch dahinter, also sehr, sehr reich und dann geraten die beiden noch irgendwie aneinander. Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Ich habe noch nie Dark Academia bewusst gelesen. Ich möchte es lesen, ich habe Bock da drauf. Ich bin gespannt. Nicola Hotel hat mich mit einem Buch relativ überzeugen können. Mit dem anderen Buch hat sie sich bei mir eigentlich ins Ausgeschossen. Und trotzdem möchte ich ihr nochmal eine Chance geben und bin gespannt, ob mir dieses Buch gefallen wird. Ich habe Lust drauf. Mal schauen, wie es wird. So, weiter geht es mit Leitlag. Leitlag? Von Alex Aster. Das Buch erscheint als Hardcover für 22 Euro und zwar im DTV-Verlag am 16. November. Es geht um Isla und sie ist die junge Herrscherin über das Wildvolk. Ein Volk atemberaubend schöner Verführer. Allerdings lastet ein Fluch auf ihr, denn immer wenn sie sich in jemanden verliebt, dann muss sie denjenigen töten. Und sie hat echt keinen Bock mehr, sich diesem Schicksal hinzugeben und sie will dem Ganzen ein Ende bereiten. Deswegen reist sie in das Königreich Leitlag und dort gibt es immer so Wettkämpfe. Und dort nehmen dann Reiche teil, also Königreiche teil, die unter einem Bann leiden. Und die Prophezeiung besagt, einer von ihnen muss sterben, damit der Fluch endgültig gebrochen wird. Und ja, sie muss also lügen und betrügen, um zu überleben und sich entscheiden, ob ihr Mitstreiter Grimm tatsächlich derjenige ist, für den sie ihn hält und ob sie ihm trauen kann. Und ja, dieses Buch ist total bekannt im englischsprachigen Raum. Es wurde zerrissen, glaube ich schon. Also es wurde richtig auf der einen Seite gehypt und auf der anderen Seite total gehatet. Kommt gerade die Sonne raus, ich erstrahle, wow. Auf jeden Fall, es wurde total zerrissen und andere hypen es total. Ich bin selbst total gespannt. Ich möchte auf jeden Fall wissen, was es damit auf sich hat. Und deswegen möchte ich das Buch auf jeden Fall lesen. Dann erscheint The Inheritance Games,
Der letzte Schachzug von Jennifer Lynn Barnes. Das ist also der dritte Teil, wie gesagt. Und zwar als Paperback. Für 13 Euro wird es erscheinen im CBT Verlag, sorry, und zwar am 9. November. Ja, dadurch, dass es sich um einen dritten Band handelt, kann ich euch natürlich nicht sagen, um was es geht, aber ich kann euch grob zusammenfassen, wie wir im ersten Band in die Geschichte starten. Und zwar geht es um Avery. Sie will eigentlich nur noch weg. Sie ist eigentlich recht arm und auf einmal erbt sie von einem wildfremden Mann ja, unheimlich viel Geld und auch noch Anwesen und so weiter und so fort. Das Problem an der ganzen Sache ist, wie gesagt, sie kennt ihn nicht. Er vererbt ihr alles und seine Familie geht leer aus. Und die Bedingung ist, um dieses Erbe antreten zu können, sie muss ein Jahr lang auf diesen Anwesen leben mit seiner Familie, die ja enterbt worden ist. Und es gibt auch Leute, die ihr nach dem Leben trachten. Ja, das ist so die Ausgangsposition in Band 1 und jetzt haben wir hier Band 3 und ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich so, so sehr drauf. Ich bin so gespannt, wie die Geschichte ausgehen wird, wie das weitergeht. Ich bin so gehypt drauf. Ich freue mich riesig. Dann ein Buch, was ich nur ganz kurz am Rande erwähnen möchte, ist, ich habe keine Ahnung, wie man das auf Englisch ausspricht. Fragile? Fragil? Das fragile Herz, ich blende es hier ein, von Mona Kasten. Das ist der zweite Teil von der Scarlet Luck Reihe. Das ist, soweit ich weiß, eine Dilogie. Es geht um die gleichen Protagonisten wie im ersten Band. Das Buch erscheint im Lux Verlag für 18 Euro als Hardcover. Und zwar erscheint es am 22. November. Ich kann euch nicht sagen, um was es geht. Irgendwie geht es um ein Bandmitglied. Und sie ist irgendwie so Radiomoderatorin oder Podcasterin und sie interviewt irgendwie diese Band und irgendwie geht es dann schief und irgendeiner der Typen und sie kommen sich dann näher. Um diese beiden Figuren geht es auf jeden Fall auch noch in diesem Band hier. Ich weiß den Klappentext nicht mehr so ganz genau vom ersten Teil, habe den auch noch nicht gelesen und freue mich jetzt auf den zweiten Band, der wird auf jeden Fall bei mir einziehen. Und ich bin sehr gespannt einfach drauf. Mona Kasten ist einfach eine meiner liebsten Autorinnen und ich möchte das Buch lesen oder die Bücher lesen, allerdings halt erst, wenn der zweite Band jetzt da ist. Ein Buch, worauf ich mich aber auch richtig dolle freue, ist Ever Since I Loved You. Das ist der erste Teil einer Reihe. Das Buch erscheint im Lux Verlag am 25. November für 14 Euro und ist von L. Kennedy. Ich freue mich so sehr. Ein Buch von L. Kennedy aus dem Lux Verlag. Ich freue mich so sehr. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Auf jeden Fall, ja, erzähle ich euch erstmal, um was es geht. Es geht um Mackenzie. Mackenzie möchte es eigentlich immer allen recht machen. Also ihren Eltern, ihren Freunden, ihrem langjährigen Freund. Und ja, um ihren College-Abschluss dann zu machen, muss sie ja auf das Avalon Bay nach Avalon Bay, das ist scheinbar so ein kleines Städtchen, und dort lernt sie dann Cooper kennen und der stellt alle ihre Regeln in Frage. Ja, und er ist halt dieser typische Bad Boy, zumindest ist er halt so bekannt und er blickt aber hinter ihre Fassade vom Good Girl und sieht ihre Hoffnungen, ihre Wünsche und ihre Träume und ja, von niemandem fühlt sie sich so verstanden wie von ihm. Ja, die beiden freunden sich miteinander an und als dann mehr da draus wird, bricht sie alle Brücken ab und lässt sich auf ihn ein. Was sie aber nicht weiß, es war kein Zufall, dass sie ihm begegnet ist. Ich habe so Lust drauf. Oh Gott, ich kann es kaum erwarten. Ich will es lesen, ich will es lieben, ich will es besitzen. Ach Gott, ich freue mich so sehr drauf. Das klingt eigentlich gar nicht so weltbewegend, oder? Aber ich habe so Lust drauf. Ich will es unbedingt lesen. Ich finde ja L. Kennedy so eine tolle Autorin. Zum Glück habe ich noch ein paar Bücher von ihr auf dem Sub, aber ich liebe sie und ich freue mich so sehr, dass sie ein Buch im Lux Verlag rausbringt. Dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Buch für dieses Video. Und zwar Neon Gods, Hades und Persephone, I don't know. Ich hatte das Problem schon mal. Aber ich glaube, Persephone, ich glaube so.
Mir wurde das so nett erklärt. Ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, das Buch erscheint im Lux Verlag. Ist ein erster Band einer Reihe. Kostet 16 Euro. Ist von Katie Robert geschrieben und erscheint am 25. November. Es ist wieder Fantasy und ich bin absolut bereit für Fantasy. Ich finde es so gut, dass der Lux Verlag von seiner pastellfarbenen New Adult Bubble so ein bisschen rausgeht und ein bisschen mehr Vielfalt reinbringt. Ich bin, wie gesagt, absolut bereit. Und ja, ich erzähle euch erstmal, um was es geht. Es geht um Persephone und der ihre Mutter hat auf einer Party Zeus versprochen, dass Persephone ihn heiratet. Doch das Letzte, was sie will, ist den heiraten und somit flieht sie dann über die Brücke am Fluss Styx und gelangt in das Reich des Hades. Und niemand hat ihn je gesehen. Sein Platz ist in der Regierungsrunde schon lange leer. Hades hat sein Leben im Schatten verbracht und keine Absicht daran, etwas zu ändern. Doch als er sie erblickt, steht seine Welt Kopf. Und Hades ist natürlich bereit, es mit dem gesamten Olymp aufzunehmen, um sie nicht zu verlieren. Als Zeus Persephone aber aufspürt, müssen sie alles riskieren, um ihr Leben und ihre Liebe zu retten. Ich feier das so hart. Ich habe so Bock drauf. Ich habe a Touch of Ruin? Nee, A Touch of... Also, ich bin mir gerade nicht sicher, wie es heißt. Ihr wisst schon, das andere Buch mit Persephone und Hades gelesen vom Lux Verlag und war ja so... bin mir nicht sicher, was ich davon halte. Und irgendwie klingt das jetzt ähnlich. Und ich habe voll Bock drauf. Ich habe so Bock drauf. Ich habe Lust drauf. Ich will es lesen. Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten. Ja, genau. So, jetzt ist das aber jetzt auch schon mit meiner Überschwänglichkeit. Es kommen ansonsten noch sehr viele zweite Bände raus, wo ich jetzt aber nicht hundertprozentig sagen kann, die stehen auf meiner Liste. Deswegen sind sie jetzt auch nicht hier im Video. Einfach, weil ich die ersten Teile oftmals schon gar nicht erst gelesen habe. Und ich möchte dann schon auch erst die ersten Teile gelesen haben. Meistens zumindest, bevor ich euch dann irgendwie sage, ah, ich hätte auch Bock auf Band 2. Selbstverständlich habe ich Bock auf Band 2. Aber erstmal muss ich ja Band 1 lesen. Also sind es keine Prioritäten von diesen Büchern. Deswegen sind die jetzt nicht in diesem Video gelandet. Und ja, das war's jetzt mit diesem Video. Ich bin super gespannt drauf, welche Bücher ihr auf eurer Liste habt, welche Bücher ihr gerne lesen wollen würdet, welche Bücher ihr euch sofort kaufen möchtet. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und falls ich jetzt, wie gesagt, irgendwie so voll den Hammer vergessen habe, dann erinnert mich bitte dran, auf welches Buch ich ein Auge werfen muss. Ne? Ihr wisst ja so ein bisschen, was ich lese. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr noch ein anderes Video von mir gucken wollt, dann klickt gerne darauf. Und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns das nächste Mal wieder und ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und bis bald.